Willkommen bei Friseur Basics. Mein Name ist Michael Wiest und im heutigen Video geht es um den Fade Haircut. Fade bedeutet auf Deutsch verschwinden und wir lassen jetzt die Haare mal ganz geschmeidig in der Kopfhaut verschwinden, an der Kontur. So, ich mache das dann immer so. Als allererstes schneide ich mir mal mit der Maschine 6-7 mm, schneide ich mir mal so um die Hutlinie rum. Den Undercut oder besser gesagt die Linie, wo ich möchte, dass dann das Helle und das Dunkle sich unterscheiden. Und dann arbeite ich mich von dem dunklen Schatten, wo ja dann die Haare dunkel sein sollen, einfach richtig mehr oder weniger zügig runter auf Null, dass ich die Haare dann richtig wegrasieren kann. Ja? Da verschwinden die Haare in der Haut. Fade, Haircut, Haare verschwinden in der Haut. Bei einem Fade, Haircut ist es auch wichtig, dass keine Schatten drin sind und dass die Übergänge auch rechts und links gleich hoch sind. Ich persönlich arbeite hier mit der Vella Contura Maschine. Ich finde, das ist eine von den besten Maschinen. Na, ein bisschen teuer, aber ziemlich geil. Man kann mit der halt eben auch, also ich kann mit der Maschine, ich weiß nicht, ich habe mich nie groß mit anderen gearbeitet und ich bin mit der auch voll zufrieden. Weil mit der kann ich mit dem Kamm den Kamm schön aufstellen, der vorne auf dem Maschinenkopf drauf ist, den Scherkopf, und ich kann die Maschine benutzen wie so ein Pinsel, Radiergummi oder halt, ich kann die Haare immer, je nachdem wie die Maschine aufstellt und abwinkelt, ne, oder senkrecht über die Haare kratzt praktisch, kann ich dann da immer so auch ganz schön die weichen Übergänge reinmachen. Was ich halt auch geil finde an der Maschine ist, ist relativ leicht und handlich. Und der Scherkopf ist, finde ich, super scharf. Der hält auch relativ lange. So, wunderbar. Die Vella Export Maschine, die ich hier benutze, ist unten in der Videobeschreibung. Amazon Link kann man kaufen. Nachdem wir jetzt mit der großen Maschine alles richtig schön runtergefahren haben und nehmen kurze werden können an der Kontur, weil die jetzt so das Stück, das sie nachher rasieren will, mit der kleinen Vella Contura Maschine richtig, richtig kurz machen. Da sieht man es jetzt im Video gerade, dass da wirklich nochmal so der letzte Viertelmillimeter weggeht. Damit bereitet die das dann alles vor aufs Rasieren. So, und es gibt natürlich auch eine Rasierklinge, eine frische, ne? Hygiene. Wunderbar, dann benutze ich mein Zaubermittel, Wasser und Conditioner. Kann sich jeder selber mischen. Universal einsatzbar, sprottenbillig. So, und jetzt schaben wir hier wunderbar die Haare ab. Immer dran denken, die Haut spannen und nicht gegen den Haarwuchs rasieren. Das gibt einen unschönen Rasierbrand, sprich Pickel, und es brennt wie Hölle. So, jo, alles klar. Jetzt rasieren wir mal die Konturen. So, jetzt haben wir alles fertig rasiert. Es ist jetzt aber trotzdem noch so ganz kleine Kante da von dem Glattrasierten und von dem mit der Maschine abrasierten. Und was wir jetzt mal kurz gucken, erstmal gucken, ob die Haare, ja, so Schnitthaare noch auf den Kopf vorklebe. Da habe ich gerade mit Wasser ein bisschen das nochmal nass gemacht. So die Haare ein bisschen abziehen, ja, weil auf der Kopfhautklebe, da machen wir noch Haare von der Maschine. Ne? Die Haare können einem auch noch ganz schön verwirren, das sieht dann manchmal aus wie ein Schatten, aber wenn man die Haare jetzt waschen würde, sieht alles sauber aus, ne? Da muss man auch noch gucken. Deswegen habe ich es nass gemacht. Jo, that's it. Jetzt schneide ich halt ganz klassisch mit der Schere die oberen Haare noch ein bisschen zurück, und das ist eigentlich jetzt immer das Wichtigste gewesen vom Fade Haircut.
muss nicht, aber kann, so ein schöner Scheitelneirasierer. Wenn man dort an dem, ja, das ist jetzt in dem Fall ein Sidecut mit Fade an den Seiten, ne? Dann ziehen wir hier an den Scheitel einfach mit der kleinen Maschine nochmal ein bisschen nach, aber vorsichtig, so kleine kreisende Bewegungen machen, nicht zu dolle. So. Das wird dann natürlich auch nochmal mit der Rasierklinge ausgearbeitet. Hier habe ich nochmal einen Schatten entdeckt. Ne? Das muss natürlich, wenn man da irgendwas sieht, muss das weg. So, dann tun wir nochmal die Kontur schön nachrasieren. Oben den Scheitel, den wir gezogen haben. Ja, schöner, geiler Sidecut mit Fade an den Seiten. Ja, finde ich ziemlich geil den Schnitt. Ich liebe den. So, wunderbar. Nachdem wir das jetzt alles perfekt geschnitten haben, am besten ist, wenn man es auch nochmal auswascht, wegen den Schatten beim Fade, ja, dass man da auch wirklich sieht, was ist Schatten und was sind noch Haare, die auf den Kopf verklebt. Wenn zu Hause eine Überraschung rauskommt, weiß man es nie. Schön Gel oder so ein Mattwachs rein hier bei seinen Kinderhaare, gute Festigung, gute Halt, richtig schön hindrehen, hinkleistern und einmal das perfekte Ergebnis. Friseur Basics, viel Spaß beim Nachmachen!